Hat ihre Zahlen schon fast vorbereitet aufgrund deiner körperlichen Fitness. Da kann man also nichts zu sagen, Melody, ich gebe dir völlig recht. Tom, aus dem Untergrund, das heißt, du hast unten mal geschaut, ob alles okay ist. Jetzt stehst du hier oben. Wie ist dein Gefühl? Was macht deine mentale Stimmung aktuell? Meine mentale Stimmung ist sehr geil. Ich freue mich, dass ihr alle hier seid, Halle. Für uns alle, die sich trauen, hier zu springen, für uns Prominente. Und ich habe da unten nochmal gecheckt, ob die Wassertemperatur, ob alles korrekt abläuft. Und dann bin ich hochgekommen, um jetzt zu springen. Sehr gut. Ja, Applaus auf jeden Fall. Aber du hast mir eigentlich nochmal aus dem Mund herausgenommen, die Worte. Das ist nicht selbstverständlich, dass man sozusagen als Sportler einer anderen Sportart, du bist Boxer, dass man hier vom Turm springt. Wie oft bist du gesprungen? Wie oft hast du vorher trainieren können? Ich habe zu Andreas gesagt, plan mich jeden Tag ein. Wir haben vielleicht einen Tag in der Woche ausgelassen. Ich habe trainiert, bis ich nicht mehr konnte. Dann habe ich ein paar Massagen gekriegt und dann ging alles wieder gut. Sehr gut. Wahrscheinlich, Andi war deine Frau an der Massageliga unterwegs gewesen. Jetzt streckst du dich noch ein bisschen. Was für einen Sprung werden wir jetzt ganz konkret sehen? Ich werde einen schönen Kopfsprung reinhauen. Ich hoffe, dass er so klappt, wie ich den geübt habe. Ich habe immer, wo ich geübt habe, vom Fünfer erst angefangen. Dann bin ich auf den 7,5er gegangen. Und jetzt hau ich den richtig rein für euch. Sehr gut. Ich frag dich einfach der Fairness halber, willst du etwas haben vom Publikum? Soll ich was machen? Soll ich still sein? Brauchst du Konzentrationsphase? Brauchst du Stille oder brauchst du eher den Applaus? Brauchst du eher die Menge? Einfach still sein und danach, wenn es gut war, dann kann man ein bisschen klatschen. Das ist eine Ansage, oder? Einfach still sein. Aber du, Ulf, hast du gut trainiert, ja, auf jeden Fall hier. Ne? Klare Ansagen auch in Richtung Moderator. Also, wir sind bitte jetzt still und wenn Tom unten ist, dann stehen wir bitte alle auf und springen so richtig frenetisch nach oben und klatschen ihm einfach entgegen. Mach dir auch ein bisschen Platz, falls du noch mehr Anlauf brauchst oder so. So, Konzentrationsphase jetzt für Tom Schwarz. Der Sprung deines Lebens. Lach nicht! Der Sprung war so geil wie dein Auftritt jetzt.
Jungs, ja, absolut stark. Geil, guck mal ganz kurz in die Gesichter von Ulf Steinfurt. Ja, da wird schon diskutiert, ob man Tom Schwarz abwirft, aus dem Boxsport heraus, ab zum Turm springt. Er hat auf jeden Fall gute Ressourcen, oder, lieber Andi? Also, Tom ist wirklich so fleißig und vor allen Dingen für seine Körpergröße und für sein Körpergewicht hat der Mann ein Feeling, Spannung. Also, das war ein perfekter Kopfsprung gestreckt. Tom, war es ein geiles Feeling? Es war ein geiles Feeling, so habe ich mir das vorgestellt hier in der Halle, danach schön geklatscht, das war wunderbar. Ich hoffe, ich habe es nicht gesehen, ich bin hoffentlich gerade eingetaucht. Na klar bist du gerade eingetaucht, ja. Ich habe also kaum was gesehen. Ich habe nicht verstanden, wieso Melody einen neuen Einhalt nur gibt. Komm, das musst du nachher mit ihr nochmal persönlich auswerten. Obwohl, deine Freundin Tessa ist da. Ob die jetzt glücklich ist, was denkst du? Ja, wir gehen zusammen hin, dann trinken wir was zusammen. Jetzt ist ja gleich Aftershow. Jawohl. So, meine Damen und Herren, Tom Schwarz. Das waren eine Menge Punkte. Ich habe jetzt gerade nicht hingeguckt, aber ich glaube, du liegst wirklich weit vorn. Tom, geil. Also, vielen Dank, Großmann. Genau, die Gürtel natürlich wieder mit ins Trockene nehmen. Und mein lieber Andi, ja, durch den einen oder anderen krankheitsbedingten Ausfall am heutigen Tag kommen wir jetzt zu Startnummer 12. Und zur Startnummer 12.